Hallo zusammen und willkommen zurück zum Asura Let's Play hier bei Elzort und wir wollen den Klassenwechsel-Quest zum kleinen Phantom weitermachen und hätte dafür jetzt erstmal den hier abgegeben. Und wir begeben uns zum Schloss Robo, um dort intakte Nasod-Maschinen zu kaufen, wollte ich schon sagen. Zu stehlen und ja, gehen wir uns gerade dorthin. Und ich muss an der Stelle einfach mal darauf kommentieren, wie zuverlässig DJ Bastiani gerade ist. Ohne dass ich ihr viel zutexten muss oder sowas, einfach am helfen und einfach mal stets bereit. Also wie ich sie kenne, wahrscheinlich auch schon etwas müde. Aber wirklich vielen Dank, dass du mir so hilfst hier. Und ja. Demnächst leveln. Du weißt ganz genau, dass wir dann suchteln werden wie sonst was. Werde auch dann wahrscheinlich wieder ein paar L-Coins investieren müssen. Weil dann auch die Hochzeit zwischen seiner zukünftigen ihre zukünftigen Crimson Avenger und meine Mastermind folgen wird. Ja, das wird eine Hochzeit der Verrückten. The Dark Side of Life. Autsch. Ich frage mich jetzt allerdings, ob die Gegner dann auch angepasst sind an die Lass mich kurz überlegen. Wie gesagt, das Gehirn setzt dort ein bisschen aus, also war ein langer Tag. An die Geheimdungeons, genau. Das wollte ich meinen. Das wollte ich sagen. Ob die dann auch daran angepasst sind. Oder eben nicht. Jetzt haben wir eine intakte Nasod-Maschine von Robo bekommen. Und ja, mal sehen, was Echo mit dieser Platine oder mit dieser Maschine machen kann. So, dann gehen wir mal zu Echo und sprechen mal mit ihr. Anscheinend reicht's ja schon. Die Mission ist beendet. Dann ist die Quest schon beendet. Das ging aber schnell. Ich bin stärker geworden. Und damit haben wir auch den Klassenwechsel schon fertig und sehen hier direkt die neuen Kombos. Einmal hier Sprinten, XX, dann... Okay, mit Abschluss. Und dann Rennsprung, YX. Muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Dann hätte ich mal hier das aktiviert. Oh, das Experiment ist fehlgeschlagen. Und haben dann direkt mal den Klassenwechsel geschafft. Und ich hätte auch gleich mal nach den Skills geguckt. Bevor ich aber die Skills anschaue, werde ich erstmal hier für ein bisschen Eye Candy sorgen. Nämlich kommt jetzt hier erstmal die Promo-Sachen vom Klassenwechsel. Und das hätte ich jetzt alles mal kurz zur Seite gelegt, was ich hier oben habe. So, da haben wir ein bisschen Eye Candy hier und die hat auch schon direkt ein rechtes, beim rechten Auge ein bisschen rot. Die Versiegelung ein bisschen aufgehoben.
Und die Haarnadel finde ich jetzt gerade auch nicht. Und der Speer, den sie jetzt trägt, finde ich auf jeden Fall sehr geil. Sehr cool gemacht. Und wir schauen noch nach den Skills natürlich. Dann haben wir hier eine Assimilation. Verbindung zu Eon wird dabei gestärkt. Können wir auch Machtbooster, also den Eo-Modus aktivieren, wenn wir nur ein oder zwei Machtbooster-Perlen haben. Und man hat dann mehr maximale Magiepunkte und auch den Schaden von Fuchsgeist-Kombo-Angriffen steigt erheblich. Das werden wir auch da mal direkt machen. Haben auf Level 9 dann auch schon 90% mehr im Magiepunkte und machen auch schon 18% mehr Schaden mit Fuchsgurt-Kombos. Und hätten dann jetzt hier noch diesen Passiv, diesen verdorben Energie reinsetzen. Im Prinzip ein Skill, den so die meisten Nahkämpfer haben, nämlich die Knockdown-Rate zu verringern und den Verbrauch von Geistenergie zu erhöhen. Beziehungsweise bei der Verbrauch von Geistenergie, dass wir da Magiepunkte zurückbekommen pro Kugel. Und dann hätte ich jetzt geguckt, was habe ich hier noch. Okay, dann hätte ich jetzt am liebsten den da gemacht. Da müsste ich ja den Klassenwechsel, da müsste ich erstmal die Quest dazu abschließen. Und was ich auf jeden Fall machen wollte, ist auch Keister binden, genau, nämlich hier Krallenangriffe einzusetzen. Und den ebenfalls mal auf Level 2 gemacht. So, ansonsten habe ich jetzt gerade keine weiteren Fähigkeiten, die ich machen könnte. Ist das überhaupt ein 200er oder was ist das für einer? Ne, das ist eine Art Aktiv, sagen wir mal. Dann werde ich den einen wegmachen. Und dann mich an den Skillquest gesetzt und wir sehen uns dann später wieder, oder? Soll ich jetzt noch ein bisschen mal leveln? Ja, schauen wir mal. Ich gucke erstmal, wo der... Was was den Skill-Quest betrifft. Da habe ich sehr viele Versprecher, merke ich gerade. Dann haben wir ein paar Upgrades durchgeführt und sowas. Auf jeden Fall die Pose und sowas sieht schon mal sehr schön aus. Genauso auch die Promo-Sachen. Und wir haben hier was mit Event stehen. Also schauen wir mal, was es hier damit auf sich hat. Und Grundausbildung Camilla für die Skill Quest und anscheinend auch Event. Und am Level 50 kriege ich dann so ein Zertifikat-Teil. Und Dungeons mit passendem Level kann ich gerade noch nicht machen. Aber was ich schon mal machen kann, ist hier einmal für den Skill Quest mir so ein Teil zu besorgen. Und das uns bei Altera. Ist natürlich ein bisschen hin bis Altera. Ist da wirklich für geilste Anfänger. Ich überlege gerade, ob ich den ein bisschen überspringen soll. Den Quest und einfach mal vom Cash abholen, damit ich ein bisschen was zeigen kann. Weil ich ja eigentlich jetzt nicht allzu lange da Zeit verbringen will mit dem Skill Quest. Ich würde ja gerne mal was zeigen. Aber wir können ja auch erstmal so ein bisschen spielen. Ich würde fast den Skill-Quest sogar mal eher machen. Und ich schau mal, was haben wir eigentlich an Epics. Ich hätte jetzt mal Upgrade durchgeführt erstmal. An irgendeiner random Waffe oder wie auch immer. Diese Waffen sind alle unter meinen Händen entstanden. Ding, dring. Okay, jetzt weiß ich, was sie meint mit anderem Sound. Ist natürlich schön, dass es jetzt andere Sounds gibt. Und dann gibt es erstmal dieses Tutorial-Stuff. Hier erstmal die Sachen verbessern, mal sockeln. So ein Krams. Und reicht es nicht schon? Zwei Zaubersteine. So, dann hätten wir das auch mal gemacht. Und dann geht es auch ans Verzaubern. Attribut mal auf Ausrüstung gesetzt. Du kommst zu mir? Die Mission ist beendet. Und ich glaube, das wäre sogar fast schon alles. Ne, ich muss noch ein Item zerlegen. Auch noch schnell. Und dann was erstellt.
Diese Waffen sind alle unter meinen Händen entstanden. Achso, das eine muss ich zerlegen. Stimmt. Wir sehen uns. Und dann daraus eine neue Waffe basteln? Oder wie war das? Kummer-Service, treuer Freund. Achso, das war's schon? Okay. Gut, dann haben wir das sogar schon fertig. Schmeißen wir mal die ganzen Items weg, die brauche ich nicht. Und auch diese ganzen Materialien, die ich jetzt bekommen habe. Wobei das eventuell ein anderer Job von mir brauchen könnte. Ja, aber nicht so voreilig. Ich muss dann aber auch noch ein bisschen durchsteigen durch das ganze System. Und dann habe ich irgendwas gesehen gehabt, von wegen Quests. So, verfolge Banders, die Zwillingswachtürme betreten. Einmal Zwillingswachtürme, kommt sofort. Und ich weiß gar nicht, Zwillingswachtürme, war das rechts, links? Ich glaube rechts. Müssen wir mal hin. Da war sie auch schon. Gut. Da gehen wir auch hin. Kompass probiere ich auch gleich mal aus. Muss nur mal kurz überlegen, was war da noch dabei? Ah. Ah, und ich kann das jederzeit kürzen. Ah, sehr cool. Wow, das ging schnell. Das habe ich jetzt gar nicht mal mitverfolgt. Dann nochmal. Wow. Okay, ziemlich cool der Skill. Und wir haben 390 Magiepunkte mit dem Passiv. Mal die ganzen, wie gesagt, die ganzen Kombos mal ausprobieren. Wow. Sehr beeindruckend, finde ich. Visuell. Sehr genial. Ja, muss mich auch ein bisschen dran gewöhnen, aber auf jeden Fall sehr cool. Finde ich sehr cool, das Ganze. So, dann haben wir jetzt eigentlich schon so gut wie alle Items gesammelt, oder nicht? Auf jeden Fall sehen die Angriffe sehr genial aus. So, das habe ich jetzt genug gespammt. Und gerade überlegen, genau, das auch mal ein bisschen üben.
Klassenwechsel gefällt mir bisher ziemlich gut. Dann haben wir jetzt den Quest auch abgeschlossen und jetzt muss ich Pochi und Pachis besiegen. Also die Poros. Für weitere Drops. Upsala, ein bisschen die Range unterschätzt. Überschätzt. Der andere Angriff scheint mir ein bisschen unpraktisch zu sein. Da muss man erstmal diese Sturmangriffe aktivieren. Und kann dann erst mittendrin quasi erst das Ding aktivieren. Dagegen, das finde ich jetzt richtig geil, einfach nur die Gegner zu schnappen und ins Unendliche nichts zu ziehen. Vor allem die Range finde ich geil. So, sind wir auch schon fertig mit der Quest. Und Wachturm mindestens normal soll ich jetzt spielen. Okay, aber dafür gehe ich jetzt erstmal zurück nach Elder. Und dann starten wir gerade mal Wachturm. Am liebsten auch gleich in der Gruppe. Sollten ja genug Leute unterwegs sein. Und im Optimalfall habe ich halt gleich ein paar Mitspieler. Ich gucke auch mal nach der einen Quest hier. Ja, das ist jetzt echt die Frage. Eigentlich hätte ich jetzt den Skill schon echt jetzt. Bei dem nächsten juckt es mich nicht. Erst bei Asura wird es mich dann wieder ein bisschen stören, weil ich dann wieder einen Skill brauche, der allerdings eine Skill abgeschlossene Skill-Quest braucht. Aber den Skill, den ich jetzt sozusagen machen will, mit der Skill Quest ist etwas, was ich eigentlich mehr oder weniger noch nicht sofort brauche. Nämlich hier Mana absorbieren. Kann Geistenergie opfern, um dann quasi wie bei der Void Princess den Gegnern ihr Mana abzuziehen und mir selbst hinzuzufügen. Also etwas, was halt später ziemlich geil sein könnte. Deshalb, solange ich sowieso nicht den Secret Way aktivieren kann, stört mich das ehrlich gesagt nicht weiter. Was mich auf jeden Fall auch freut, ist, dass Lu und Ciel jetzt ab Donnerstag, also schon vor wahrscheinlich einer Woche seit Release dieses Videos, dass die jetzt in koreanischen Servern online sind. Was ich auf jeden Fall noch anschauen muss, sind halt die Intros von denen. Die Story, wie spielen die sich. Und ich will definitiv Lu und Ciel auch ausprobieren. So viele Chars, ne, die man spielen kann. So viele Klassenwechsel und alles. Eon sieht auch ziemlich heftig aus, jetzt als kleine Phantom.
Tu mal ranzoomen, geschwind. Sieht's Hammer aus. Auf jeden Fall etwas wilderer Charakter als ihre beiden anderen Klassenwechsel. So, dann schauen wir mal, dass wir mal die ganzen Quests hier abschließen. Ich sag, die gefallen mir schon ziemlich gut, die ganzen Quests. Die ganzen Skills, die man hier hat. Und die ganzen Kombos und alles, gefällt mir sehr gut. So, jetzt Wachturm geht gerade keiner, also gehe ich schön solo. Dann kann ich auch ein bisschen was von dem Klassenwechsel selbst zeigen. Ah, Energiesammler kann man direkt auch danach benutzen. Den Skill wiederum nur mit ein bisschen Verzögerung. Geister binden, ja. Prinzipiell auch Energiesammler. Kann ich auch nur leicht verzögert nach dem oben YX-Kombo einsetzen. Dagegen mit dem anderen Kombo geht das relativ leicht. Seht ihr, ziemlich nahtlos. Ganz spezielle Kisten. Also wie gesagt, ich schaue mir gerade auch so ein bisschen die Berufe an. Also macht auf jeden Fall Spaß, die Klasse. Zumindest bisher. Jetzt mache ich hier zum Beispiel auch mal bisschen Energiesammler. Deshalb braucht man einfach mal etwas Energiesammler bei ihr und einfach Skills, die Orbs herstellen. Hat auf jeden Fall Spaß, die Klasse, wie gesagt. Hätte ich gern mehr davon. Noch ist es nicht so weit. Gut, dann hätten wir das schon mal geschafft und ich würde jetzt... Ah, Schloss Robo.
Dann würde ich jetzt an der Stelle mal ein Part abbrechen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder vom Asura Let's Play. Und ja, eigentlich im Prinzip wird es dann wahrscheinlich der Part, der dann in Altera weitergeht. Und wie gesagt, hoffe, ihr seid dann da und wir würden dann hoffentlich dann bis dahin auch den Asura-Klassenwechsel haben, damit ich den auch direkt zeigen kann. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen offscreen üben. Hoffe, ihr schaut dann im nächsten Part vorbei und wir sehen uns dann. Macht's gut und tschüss!